Weitere Gaspreisumlagen kommen. Millionen Rentner stehen vor der Pleite. Das Fass läuft über. Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie werden es nicht glauben. Ich hatte in einem Video vom 7. August 2022 es schon mal erwähnt, ganz kurz, dass es noch weitere Gaspreisumlagen geben soll. Und nun ist es tatsächlich soweit. Am 18.08.2022 werden noch zwei weitere Gaspreisumlagen veröffentlicht und die Höhe der weiteren Umlagen dann auch noch bekannt gegeben. Zum einen sollen wir für eine sogenannte Gasspeicherumlage und für eine Regelenergieumlage zusätzlich zur Tasche gebeten werden. Somit haben wir drei Gaspreisumlagen, die vor allen Dingen die Menschen treffen, die Strom und Gas verbrauchen. Ein Vorgeschmack auf das, was uns im Herbst blühen kann, hat Kanzler Scholz in Neuruppin erlebt. Linke und Rechte haben gegen den Scholzschen Auftritt demonstriert. Er wurde niedergeschrien mit den Worten "Hau ab". Erste Großbetriebe wie das SKW Piesteritz aus Sachsen-Anhalt, das ist ein Großhersteller von Düngemitteln, droht mit dem Produktionsstopp, weil es die Gaspreisumlage nicht zahlen kann. Das würden nämlich monatlich rund Mehrkosten von 30 Millionen Euro ausmachen. Ein Traditionsbetrieb droht die Pleite mit Ansage, tausende Arbeitskräfte innerhalb des Betriebes und auch außerhalb des Betriebes sind in Gefahr. Und jetzt noch zwei weitere Umlagen, die wir zahlen sollen. Rentnerinnen und Rentner mit kleinen Einkommen, Arbeitnehmer mit kleinen und mittleren Einkünften können die Mehrbelastungen definitiv nicht mehr bezahlen. Ist gar nicht möglich. Wo bleiben die versprochenen zusätzlichen Entlastungen? Der Generalsekretär der SPD, Kühnert, hat eine finanzielle Entlastung von Rentnerinnen und Rentnern, Studenten angekündigt und auch eine massive Ausweitung des Wohngeldes. Angeblich arbeitet die Bundesregierung schon an einem dritten Entlastungspaket. Damit eines klar ist, ich möchte in Deutschland sozialen Frieden haben. Die vielbeschworene Solidarität mit Energieunternehmen steht dann auf der Kippe, wenn die Regierung nicht umgehend handelt und die versprochenen Entlastungen auf den Weg bringt. Und zwar noch vor dem 01.10.2022. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.